Ein Konsumtempel öffnet seine Pforten. Primark. Hier gibt es ständig neue Mode für besonders wenig Geld. Man kann da gut und günstig einkaufen. Die Preise und die Auswahl. Günstig. Für Teenager das Paradies. Ein T-Shirt 3 Euro, eine Hose 11. Ich morgens vorm Spiegel stehe und denke, Primark, Primark, Primark. Hippe Klamotten, jede Woche neu und das besonders billig. Irgendjemand zahlt dafür und das sind unsere Arbeiter mit ihrem Blut, Schweiß und ihrem Leben. Ein Großteil der Kleidung wird in Bangladesch produziert. Aber unter welchen Bedingungen? Auch in Deutschland beklagen sich Mitarbeiter. Ich habe nur mal gesagt, ja, Primark ist es ja egal, wie es uns geht. Kleidung, oft einmal getragen, dann weggeworfen. Ist das ein Konsumverhalten, was wir uns auf Dauer leisten wollen? Wir wissen jetzt schon, dass wir es uns auf Dauer nicht leisten können. Wir fragen uns, was steckt hinter dieser neuen Dimension des Kaufrausches? Vier junge Frauen auf Shoppingtour. Hallo, meine Süßen da draußen. Wir sind gerade im Auto auf dem Weg nach Bremen zu Primark mit den Mädels vom letzten Mal. Du kannst ja mal die Kamera bringen. Immer mit dabei die Videokamera. Ah, wir sind doch jetzt da! Wir haben uns schon die Frage gestellt, warum sind Frauen aufgeregt, wenn es um Tasche, Schuhe und Klamotten geht? Und vor allen Dingen bei Primark wahrscheinlich, weil alles so günstig ist und man irgendwie alles gleichzeitig kaufen kann. Wir begleiten die vier auf ihrem modischen Beutezug. Mehrmals im Jahr fahren sie extra aus der Nähe von Hamburg nach Bremen, um hier einzukaufen. Drehen dürfen wir bei Primark nicht. Wir hören uns derweil vor der Tür um. Günstige Mode und sieht auch super aus. Ja. Oh, also eigentlich ist es wirklich anstrengend, wenn man beim Primark shoppen geht. Es sind Leute überall gedrängelt und du wirst umgeworfen. Oder es kommt auch schon vor, dass du dich in meinem Oberteil tankst, weil die runtergesetzt sind. Die Geschichte von Primark ist eine Erfolgsgeschichte. Allein im letzten Geschäftsjahr konnte der Konzern seinen Umsatz um 22% steigern, auf mehr als 4,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis von 2 Stunden Kaufrausch? 4 Mädels mit 12 Tüten voll mit Schnäppchenmode. Und ist auch schon mal passiert, dass ihr Sachen gar nicht angezogen habt, die ihr gekauft habt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine Bluse, die hatte ich nicht anprobiert und die ziehe ich nie an. Weil sie halt so einen komischen Schnitt hat und ja, man vergreift sich auch schon mal. Keiner hat mehr als 100 Euro ausgegeben. Shoppen, bis die Klappe klemmt. Michelle stellt regelmäßig Videos von ihren Primark-Beutezügen ins Netz. Ihre Filmchen bringen es schon mal auf 50.000 Klicks. Also, ich fange an mit einem Schlafanzug und zwar ist da Mickey Mouse drauf. Die hat jetzt 13 Euro gekostet und das ist echt total günstig. Die habe ich mitgenommen für 20 Euro, ist halt ein bisschen teurer, aber für die Schuhe dachte ich mir, ja, lohnt sich das auf jeden Fall. Und war reduziert auf 1 Euro von 2,50. Ob sie wollen oder nicht, sie sind die Werbeträger für Primark. Kein David Beckham, keine Kate Moss. Das Unternehmen selbst macht fast keine Werbung und spart so Millionen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Was wissen Sie über die Herkunft der Kleidung? Und Massenproduktion, also mehr weiß man nicht. Also das ist das, was man so denkt. Also es wäre echt mal interessant, das zu erfahren, aber das ist wahrscheinlich eh unmöglich heutzutage. Also. Ich meine, wer würde das auch zugeben? Und es steht ja, glaube ich, noch nicht mal mehr drin, made in irgendwo, ne? Nee. Ja. Steht's wirklich nicht? Hier steht nur Primark. Hier stehen nur ein paar Länder drauf, aber... Boah, das steht echt nicht drauf. Ist mir auch mal aufgefallen, steht da nicht drauf. Keine Angaben zum Herkunftsland. Primark Dublin lesen wir. Wer steckt hinter dem Newcomer am deutschen Markt?
Primark kommt aus Irland, gehört zu Associated British Foods, einem der größten Lebensmittelhersteller der Welt. 257 Läden gibt es bisher. In Deutschland sind es 10 Filialen. 8 weitere sind in Planung. Primark lehrt die herkömmlichen Platzhirsche in Deutschlands Fußgängerzonen das Fürchten. Der Kampf um Hemd und Hose geht in eine neue Runde. Primark, das heißt, keine Werbung, große Stores, beste Lagen und ständig neue Kollektionen. Mode im schnellen Wechsel. Kunden kaufen ständig Neues und werfen Altes weg. Wir machen uns auf die Suche. Woher kommt der ständige Nachschub der Billigtextilien? Wir stoßen auf Agenturen, die für internationale Marken weltweit Ware kaufen. Viele Spuren führen nach Asien. Wir machen uns auf den Weg nach Hongkong, zur asiatischen Drehscheibe der textilen Ströme. Hongkong, wichtiger Umschlagplatz des internationalen Textilhandels. Es ist eine Welt der Textilagenten. Hier werden die Aufträge aus Europa platziert. Und von hier aus werden sie an die Hersteller in verschiedenen asiatischen Produktionsländern weitergereicht. Wir treffen einen deutschen Unternehmensberater, der seit langem schon von Asien aus im internationalen Textilgeschäft tätig ist. Karl Borg-Schulze. Auch er hat sein Büro in Hongkong. Borg-Schulze berät Unternehmen, die die sozialen Standards und die Umweltbedingungen verbessern wollen. Er hat einen unverstellten Blick auf die Textilbranche und ihr Geschäftsgebaren. Worin unterscheidet sich Primark, sage ich mal, jetzt von anderen Billig-Textilketten wie H&M oder Zara? Der große Erfolg ist natürlich, dass Primark ein Geschäftsmodell entwickelt hat, das so erfolgreich ist und einen neuen Typus von Konsumentenverhalten ermöglicht, den wir in der Form noch nicht gehabt haben. Textilien als täglichen Konsumartikel oder beinahe täglichen Konsumartikel haben wir so noch nicht gehabt. Dass es möglich ist, beweist diese Erfolgsgeschichte. Und im Augenblick profitieren wir natürlich in der westlichen Welt, in den westlichen Konsumgesellschaften, ganz massiv von den Vorteilen, Kostenvorteilen, die wir uns durch schlechte Arbeits- und Umweltbedingungen in Ländern wie China, Indien, Pakistan, Bangladesch einkaufen. Die Frage für uns ist aber, dass wir natürlich alle zusammen überlegen müssen, ist das ein Konsumverhalten, was wir uns auf Dauer leisten wollen? Wir wissen jetzt schon, dass wir es uns auf Dauer nicht leisten können. Von Karl Borg-Schulze erfahren wir auch, dass Primark seine Aufträge nicht über Agenten in Hongkong abwickelt. Das Unternehmen hat wohl eigene Einkaufs- und Vertriebsstrukturen. Wir wollen genau wissen, woher die Wegwerfmode kommt. Wir fliegen weiter nach Bangladesch. Dhaka, die Hauptstadt von Bangladesch. Geschätzte 15 Millionen Menschen leben hier. Bangladesch ist nach China inzwischen der zweitgrößte Textilexporteur weltweit. Textilwirtschaft, das ist die boomende Branche des Landes, mit mehr als 5600 Fabriken. An die 4 Millionen Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt als Textilarbeiter. 80% davon sind Frauen. Fast alle europäischen Modelabels lassen in Bangladesch fertigen. Markenkleidung, oft genäht in Bruchboden. Textilfabriken hinterlassen überall im Land ihre Spuren. Textilmüll an allen Ecken. Die Bedingungen sind zum Teil lebensgefährlich. Immer wieder kommt es zu Katastrophen. Hier stand das Rana Plaza-Gebäude. Mehr als 1100 Menschen verloren im April 2013 beim Einsturz des Gebäudes ihr Leben. Auch Primark hat hier produzieren lassen. Wie sind die Arbeits- und Lebensbedingungen der Textilarbeiter? Wie viel verdienen sie, wenn bei uns ein T-Shirt gerade mal 3 Euro kostet? Der Mindestlohn liegt bei knapp 30 Euro pro Monat. Wir machen uns auf die Suche nach Primark in Bangladesch. Zuerst auf einem der Textilmärkte in Dhaka. Der New Market. Hier werden Textilien mit kleinen Fehlern aus der Produktion der Fabriken verkauft. Wir finden hier viele Marken, die wir aus Europa kennen. H&M, C&A, Zara. Und tatsächlich,
Man muss nicht lange suchen. Auch die typischen Hausmarken von Primark stapeln sich hier. Aber wo genau in Dakar wird die Kleidung hergestellt? Von einer Organisation vor Ort bekommen wir eine Liste mit Fabriken zugespielt, die für Primark arbeiten sollen, und machen uns auf die Suche. Nach Firmenangaben lässt Primark in Bangladesch in rund 100 Fabriken produzieren. Dakar ist voll von Häusern, Höfen und Etagen, in denen Textilien für Europa hergestellt werden. Einige Fabriken arbeiten in direktem Auftrag der Textilketten. Andere als Subunternehmer über undurchsichtige Verträge, ohne Aufsicht und Kontrolle. Manche Fabriken sind gesichert wie Gefängnisse. Fremde kommen nicht rein. Wir versuchen unser Glück und werden abgewiesen. Wir nehmen Kontakt mit Primark auf, schreiben eine Mail an die Firmenzentrale in London, bitten um Drehgenehmigung in einer Primark-Produktionsstätte. Viele Textilriesen schämen sich für ihre billigen asiatischen Nähstuben. Bangladesch, das klingt in vielen Verbraucherohren nach Ausbeutung und schlechter Verarbeitung. Hat der Preis unter Umständen nicht nur was mit den billigen Löhnen, sondern auch was mit der Qualität zu tun? Wir treffen einen deutschen Textilagenten, der sich auskennt mit Kleidung. Er will sich die von uns mitgebrachten Primark-Textilien ansehen. Erkannt werden will er nicht, aus geschäftlichen Gründen. Nach seiner Einschätzung kostet das Kleid in der Produktion weniger als umgerechnet 4 Euro. Primark verkauft es für 17. Der Schlafanzug fühlt sich nicht gut an, ist billig bedruckt. In der Herstellung kostet er schätzungsweise 2,60 Euro. Primark verkauft ihn für 8. In der Textilbranche sind weitaus höhere Margen üblich. Sein Fazit? Mäßige Qualität und knappe Kalkulation. Primark macht die Gewinne seiner Meinung nach vor allem über die Masse. Noch keine Drehgenehmigung von Primark. Wir geben uns als Einkäufer aus. Es gelingt uns, in einer Fabrik zu drehen. Der Produktmanager erklärt, nicht für Primark zu arbeiten. Er nennt uns andere europäische Marken. So wie hier wird in vielen Fabriken des Landes produziert. Erst vor kurzem haben die westlichen Auftraggeber ein Brandschutzabkommen unterschrieben. Papier ist geduldig, gerade in Bangladesch. Gearbeitet wird hier 11 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Der Monatslohn zwischen 30 und 60 Euro. Primark schreibt uns später, auch Primark verlange von seinen Zulieferern, wenigstens den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. Gleich hinter dem Gebäude liegt ein Slum. Hier wohnen viele der Näherinnen, die in den umliegenden Fabriken arbeiten. 40% der Einwohner Dakars leben in Slums. Wir treffen Jasmin, eine Näherin. Sie schildert uns ihre Arbeitsbedingungen. Wenn wir mehr Gehalt bekommen würden, ginge es uns besser bei dieser schweren Arbeit. Die Überstunden werden nicht bezahlt. Wenn wir mal frei haben wollen, kriegen wir es meistens nicht. Wir werden schlecht behandelt. Wenn wir krank sind, müssen wir trotzdem arbeiten. Man kann nichts machen, wir müssen so leben. Wenn wir uns beschweren, schmeißen sie uns raus. Wir dürfen darüber nicht reden. Wenn es uns nicht gut geht und wir zu Hause bleiben wollen, erlauben sie das nicht. 12 Quadratmeter Wellblechhütte für 3 bis 5 Menschen. Die Miete 24 Euro. Für viele fast ein ganzer Monatslohn. Leben außerhalb der Fabrik findet so gut wie nicht statt. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. Ihr ganzer Stolz? Ein Fernseher. Ist das, was wir hier sehen, der Preis dafür, dass wir in Europa günstig hippe Fummel kaufen können? Zahlen die Arbeiterinnen hier den wahren Preis der billigen Mode? In Dakar treffen wir auch Karl Borg-Schulze wieder. Er hat eine große Studie mit herausgegeben, Workers' Voice. 1215 Textilarbeiterinnen aus Bangladesch wurden nach ihren Arbeitsbedingungen befragt.
78% verdienen zwischen 30 und 50 Euro im Monat. 90% arbeiten 10 bis 13 Stunden pro Tag. Eine 6-Tage-Woche ist die Norm. Nasma Akta ist Gewerkschafterin. Sie hat selbst schon als Kind in einer Fabrik gearbeitet. Für sie ist Primark nur eine Marke unter vielen. Die meisten lassen mehr oder weniger unter den gleichen Arbeitsbedingungen in unserem Land produzieren. Lohn, Arbeitsbedingungen und der Umgang, überall gleich. Die Einkäufer reden über so viele ethische Dinge, aber sie bezahlen nicht ethisch. Das ist nicht gerecht. Aber sie sollten gerecht sein. Denn unsere Frauen sind schlecht ernährt. Das ist ein Riesenproblem. Weil sie sich gutes Essen nicht leisten können. Ihr solltet unsere Arbeiter wertschätzen und fair bezahlen. Das gilt auch für den Konsumenten. Wie könnt ihr für 3 Euro ein T-Shirt kaufen? Das müsst ihr euch mal klar machen. Darüber muss gesprochen werden, sonst funktioniert das nicht. Wir sind froh, dass die Europäer und Amerikaner unsere Sachen kaufen. Das ist sehr positiv. Aber auf der anderen Seite sind es auch die Europäer und Amerikaner, die unsere Arbeiterinnen ausnutzen und ausbeuten. Denn alle kommen nur wegen der billigen Arbeitskräfte. Das ist nicht gerecht. Gerade junge Frauen vom Land haben oft keine andere Wahl als Fabrikarbeit. Hier in Dakar verdienen sie wenigstens etwas Geld. Wir suchen weiter nach Fabriken, die für Primark produzieren und stoßen auf Tung Hai. Erst kürzlich machte das Unternehmen Schlagzeilen. Bei einem Brand kamen 8 Menschen ums Leben. Auch hier hat Primark produzieren lassen. Wir treffen 2 Tung Hai-Arbeiterinnen. Sie wollen mit uns reden, aber ohne erkannt zu werden. Wir zeigen ihnen, wie die von ihnen produzierte Kleidung in Deutschland verkauft wird. Sie erzählen uns von ihrer Arbeit. Mein Gehalt liegt bei 4000 Taka, 40 Euro. Und das Geld reicht nicht, um richtig zu leben. Wenn ich krank werde, kann ich nicht zum Arzt, weil ich kein Geld übrig habe. Mit 60 bis 70 Euro könnte man halbwegs leben. Wenn ich krank bin, könnte ich mir dann auch Medikamente leisten. Wissen Sie, dass die Kleidung, die Sie für Primark herstellen, für sehr wenig Geld verkauft wird im Ausland? Nein. Ich glaube nicht, dass diese Kleidung für wenig Geld im Ausland verkauft wird. Aber so ist es. Die Leute in ihrem Alter kaufen diese Klamotten für sehr wenig Geld. Nein, ich glaube das nicht, weil wir hier in Bangladesch sehr schwer dafür arbeiten. Und dann wird das ins Ausland geschickt. Die Leute kaufen Kleidung für 3 bis 4 Euro, manchmal gleich 10 Hosen auf einmal und werfen sie dann wieder weg. Na, die haben zu viel Geld und wir haben keins. Wir versuchen, mit Primark vor Ort Kontakt aufzunehmen. Wir wollen die Aussagen der Näherinnen überprüfen. Das Primark-Büro in Dakar ist nicht besetzt. Aus der Zentrale in London kommt keine Antwort. Über Umwege kommen wir wenigstens an ein paar Fotos aus einer Primark-Produktion. Sie sind nicht besonders aussagekräftig. Die Arbeitsbedingungen scheinen sich nicht wesentlich von denen anderer Fabriken zu unterscheiden. Ein letzter Versuch, in das Innere einer der Primark-Fabriken zu kommen. Sie liegt außerhalb von Dakar. Wir haben erfahren, dass hier für Primark produziert wird. Es soll eine der besseren Fabriken sein. Sie ist gut bewacht. Wir versuchen es diesmal mit einer versteckten Kamera. Auch hier heißt es, niemand für uns zu sprechen. Betreten ohne Genehmigung verboten. Wir versuchen es erneut in London, bitten nochmal in der Firmenzentrale von Primark um Drehgenehmigung. Wir wollen sehen, wie Primark hier produzieren lässt. Wir werden wieder vertröstet. Später schreibt uns Primark: Unser Team in Bangladesch, unterstützt von Partnern einschließlich NGOs und Gewerkschaften, arbeitet eng mit dem Management in den Fabriken und den Arbeitern zusammen. Und zwar durch Auditprogramme, die die Arbeitsbedingungen und Probleme beurteilen und Verbesserungen anregen, wo sie erforderlich sind. Unsere Eindrücke aus Bangladesch?
Wie alle Textilriesen profitiert Primark von den billigen Arbeitskräften des Landes. Dazu kommt, das Unternehmen bestellt große Stückzahlen, kriegt bessere Einkaufspreise, macht Abstriche in der Qualität. Die Gewinnspannen sind branchenuntypisch klein, aber die Masse macht's. Zurück in Deutschland. Wir fragen uns, ob die Qualität auch Auswirkungen auf uns haben könnte. Schaut man ins Internet, stößt man gleich auf verschiedene Einträge von Primark-Kundinnen, die über gesundheitliche Beschwerden klagen. Fingen meine Augen an zu brennen und zu tränen. Mein ganzer Körper brannte und juckte. Bei vielen Sachen, die du an der Kasse in die Hände bekommst, bekommst du Kopfschmerzen. Könnten Inhaltsstoffe der Textilien gesundheitsschädigend sein? Diese Frage beschäftigt auch den einzigen Betriebsrat, den es bei Primark in Deutschland gibt. Unsere Kollegen, die sagen dann schon mal, also hier ist jetzt eine neue Lieferung von, was weiß ich, Schalzgürtel, Taschen gekommen, die riechen extrem. Die riechen extrem, ich bin jetzt auch wieder an der Kasse und wir Kassierer sagen dann auch, das riecht aber jetzt oder jenes riecht, das fällt schon auf. Und dann fällt es eben auch schon auf, dass viele Kollegen dann eben Allergische einfach immer das Bitzeln in der Nase, ein Kribbeln im Hals und so weiter. Das hört man schon auch von vielen. Was ist dran an den Beschwerden? Stimmt was nicht mit den Inhaltsstoffen der Textilien? Wir beauftragen das Bremer Umweltinstitut. Hier ist man spezialisiert auf Schadstoffanalysen. Ulrike Siemers soll für uns die Kleidung untersuchen. Wir haben bei Primark eingekauft, ein paar Schuhe, eine Jeans, einen Schlafanzug und ein Kleid. Was steckt in den Materialien und in den Farben? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen Preis und Inhaltsstoffen? Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Gern hätten wir selbst in einer Primark-Filiale gedreht, doch wir bekommen keine Genehmigung. Um dennoch einen Eindruck von den Arbeitsbedingungen bei Primark zu erhalten, schicken wir eine Kollegin als Arbeitskraft in eine Filiale. Sie soll sich selbst ein Bild machen und feststellen, ob was dran ist an den Beschwerden über die schlechte Luft. In ein paar Tagen wird sie uns davon berichten. Zurück in Bremen. Die Ergebnisse der Laboruntersuchung liegen vor. Gesucht wurde nach kritischen Inhaltsstoffen in den Textilien und nach Ausdünstungen chemischer Zusätze in die Raumluft. Also wir haben hier in dieser Hose, in dieser bunt bedruckten Hose, haben wir Formaldehyd nachgewiesen, 17 Milligramm pro Kilogramm. Und auch das aromatische Amin, das krebserregende aromatische Amin 3,3-Dichlorbenzidin. In der Jeans haben wir den Formaldehyd-Höchstwert in dieser Serie, dieser kleinen Untersuchungsserie gefunden. In dieser Jeans sind über 70 Milligramm pro Kilogramm Formaldehyd nachgewiesen worden. Manche der verwendeten Chemikalien sind offenbar auch eine Frage des Preises. Die Kunststoffe, die weichmacherhaltig sind, die phthalathaltig sind und auch diese speziellen Phthalate enthalten, die sind in der Regel etwas günstiger als Alternativweichmacher, die es auch schon gibt, aber die in der Regel etwas kostenintensiver sind. Und was ist mit der Raumluft? Welchen Stoffen sind die Mitarbeiter und Kunden in Verkaufsräumen von Primark ausgesetzt? Ich halte eben das Formaldehyd schon doch für auffällig. Es ist, steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Es hat eine allergisierende Wirkung. Wir haben hier doch Konzentrationen gefunden, die deutlich sind. Aber auch alle weiteren krebserregenden oder auch reproduktionstoxischen Verbindungen. Auch in diesem Schuh, dieses Dimethylformamid beispielsweise, was ja auch das Kind im Mutterleib schädigen könnte, was als Lösungsmittel in der Schuhproduktion auch eingesetzt wird. Also das ist eine Verbindung, auf die möglichst die reduziert werden sollte, auf die verzichtet werden sollte. Das hört sich nicht gerade gesund an. Um es aber deutlich zu sagen, die gemessenen Werte liegen alle unterhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen. Was passiert jedoch, wenn sich viele Kleidungsstücke auf engem Raum stapeln? Wenn sich ihre chemischen Zusatzstoffe in der Raumluft addieren? Wir fragen einen Fachmann für Umwelt- und Arbeitsmedizin, zeigen ihm die Laborergebnisse. Für den Primark-Kunden, der die Kleidung trägt, sieht er keine Gefahr. Und wie sieht es mit dem Lager aus? Dort werden die Textilien sicher anders geliefert. Da müssen sie ausgepackt werden. Sie sind wahrscheinlich in den Lagerräumen noch viel stärker
konzentriert. Und ich glaube, eine Luftprobe aus den Bereichen würde deutlich andere Werte ergeben. Wie ist denn das normalerweise als Arbeitgeber, wenn meine Mitarbeiter massiv sich über sowas, sage ich mal, beklagen und beschweren? Wenn mehrere Leute immer dieselben Symptome und immer bedeutet jetzt mehrfach äußern, hat der Arbeitgeber im Rahmen der Fürsorgepflicht nachzugehen, woran das liegen könnte. Wie steht es um die Fürsorgepflicht von Primark? Unsere Kollegin hat einige Tage in einer Primark-Filiale gearbeitet, ausgestattet mit einer kleinen Kamera. Sie erzählt uns von ihren Eindrücken. Zu den Fragen, wo die Kleidung herkommt, wie die produziert wird, sollten wir einfach gar nichts sagen. Vielleicht noch sagen, dass es im Ausland produziert wird, aber da keine genaueren Angaben machen, wo. Und aber immer sagen, dass es keine Kinderarbeit ist. Wenn du dann ins Lager gegangen bist, um irgendwelche Sachen zu holen, die aus waren, da war einfach unglaublich schreckliche Luft. Also die Luft da war einfach wirklich schlimm. Was mir auch eine Kollegin erzählt hat, dass da seit Monaten die Lüftung kaputt wäre. Es sind wohl auch echt schon öfter Leute da zusammengeklappt mit Kreislaufproblemen. Und man hat auch gemerkt, wenn man diese Plastiksäcke aufgerissen hat, wo die Kleidung drin ist, dass es total unangenehm riecht. Und das haben aber auch viele Kunden gesagt. Also man wurde oft angesprochen, ja, warum stinkt das denn eigentlich hier so und wieso riechen die Schuhe und wieso riecht das alles so unangenehm, was ist das denn überhaupt? Primark scheint von Problemen in den Räumen nichts zu wissen. Die Geschäftsführung schreibt uns: Wir hatten bisher keinerlei offizielle Beschwerden bezüglich eines chemischen Geruchs in unseren Geschäften. Unsere Lagerräume werden gemäß der Bestimmungen belüftet. Diese Belüftungssysteme werden regelmäßig gewartet, um sicherzustellen, dass sie jederzeit voll funktionsfähig sind. Was macht es aus, das Prinzip Primark? Billiglohnländer, Stückzahlen, Qualitätsabstriche, schneller Umschlag, kaum Werbung. So wird die Mode billig. Die Kehrseite der schnellen Billigmode ist der Müll. Viel kaufen heißt auch viel wegwerfen. 2004 wurden 82.400 Tonnen Textilmüll verwertet. 2011 waren es schon 103.400. Und die Statistik erfasst nur einen Bruchteil. In Großbritannien spricht man schon vom Primark-Effekt. Immer mehr für immer weniger Geld. Kaufrausch auf Kosten humaner Arbeitsbedingungen. Brauchen wir angesichts voller Kleiderschränke wirklich ständig etwas Neues? Wir sollten skeptisch sein, wenn ein T-Shirt nicht mehr kostet als eine Tasse Kaffee. Wir können nachfragen, woher kommt die Kleidung, unter welchen Bedingungen wird sie hergestellt? Nur so können Textilketten wie Primark merken, dass faire Herstellung ein Kaufargument sein kann.